Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Im letzten Part waren wir in der Lava-Lagune unterwegs, da war es sehr heiß. Und in diesem Part wird es auch wieder heiß werden, denn wir werden gleich in die Wüstenwelt gehen. Und die ist direkt vor uns. Ihr glaubt mir nicht? Doch! Yay, in der Wand drin! Die Wobi-Waba-Wüste, nämlich mit Mission 1 Folge dem Riesengeier. Let's go! So, aber Wüstensand ist mir doch lieber als Lava. Obwohl man hier auch sehr leicht sterben kann. Also hier wird es vielleicht auch wieder ein Tod geben. Also ich sterbe schon fast zu Beginn einfach. Das wäre ja lustig gewesen. Das wäre ganz lustig gewesen. Weil hier im Treibsand, da kann man sehr schnell mal sterben. So, Mission 1 hat keine Challenge. Es gibt hier Challenges in Mission 3, 4 und 5. Habe ich mir aufgeschrieben. Direkt hintereinander alle. Aber ich könnte mich auch wieder täuschen. Ich habe mich ja bei der grünen Giftgrotte auch getäuscht, bei der Reihenfolge. Aber ich glaube, das stimmen dürfte. So, Mission 1 erstmal. Dann müssen wir hier zu dem Kollegen hin. Klepto, dem Geier oder so. Und ihn berühren. Genau. Dann lässt er den Stern los und schmeißt ihn aus irgendwelchen Gründen ewig weit weg. Und den können wir dann einsammeln. Ist eben hier mit der Wing Cap am besten. Kann man auch ohne machen. Aber mit der ist es am einfachsten. Dann direkt hin. Und da ist er auch schon. Yay! Here we go! So, die 100 Münzen, da habe ich jetzt schon keinen Bock auf die. Weil die werden ziemlich aufwendig und wenn ich da einmal sterbe, muss ich voll viel nochmal neu machen. Weil in der Wüste ist alles so träge und langsam mit dem Treibsand auch. Also bin ich kein so Fan von der Welt. Aber ja, bringe Licht in die Pyramide. Haben wir als nächstes. Let's go. Ich glaube, das ist einfach der da oben, den man schon da sehen kann. Ja, ich nehme jetzt mal den normalen Weg, nicht die Abkürzung. Da wäre ich nämlich gerade fast gestorben. Am besten wieder mit der Wing Cap. Die ist wirklich eine riesengroße Hilfe hier. Weil wie gesagt, alles ist sehr langsam und träge hier in der Welt. Aber mit der kann ich mich halt sehr agil durch die Welt bewegen. Und das macht es um einiges angenehmer. Genau, eigentlich müsste man hier die Pyramide einmal außenrum laufen. Aber da kann man auch leicht runterfallen. Das ist mir zu doof. Ich mach's lieber so. Und ich glaube eben, dass es der zweite Stern ist. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber ich glaube schon. So. Here we go! Der eine Fly Guy sagt auch noch Hi, wollte mich noch abwerfen mit Feuer. Der Arsch. So, das war's, genau. Aber jetzt gleich wird's interessanter, denn jetzt gleich kommen die ersten Challenges hier in der Wüste. Nämlich hier in Mission 3. Und zwar begebe dich in die Pyramide. Let's go! Mhm. Das werde ich gleich mal tun. Und ich nehme mal wieder die Wing Cap. Ist am einfachsten und am wenigsten riskant. Die Aufgabe hier, ich kann es gleich mal erwähnen, ist... Sobald man in der Pyramide ist, darf man nur noch maximal 8-mal die Sprungtaste drücken. Nicht häufiger. Wenn man ein 9. Mal die Sprungtaste drücken muss, dann hat man verkackt. Und genau, wenn man, bevor man in der Pyramide ist, darf man eben noch alles ganz normal machen. Trotzdem läuft die Challenge schon. Also auch wenn eine Challenge schon an einem bestimmten Ort stattfindet, dann läuft die Challenge trotzdem die ganze Zeit über, weil die allgemeinen Regeln gelten halt immer. Man darf keine Wing-Cap nehmen, man darf keinen Schaden nehmen und das ganze Zeug. Das gilt immer. Aber das mit den 8-mal Springen maximal gilt eben erst, sobald man hier in der Pyramide angekommen ist. Und jetzt muss ich halt dann bis ganz nach oben kommen, weil ganz oben ist der Stern. Sieht man den von hier auch schon? Glaube nicht, aber ganz oben ist er auf jeden Fall. Und den eben einsammeln mit nur maximal 8-mal Springen. Man muss übrigens auch wichtig, den unteren Eingang nehmen. Weil es gibt noch einen anderen Eingang in der Pyramide. Und den darf man nicht nehmen. Weil mit dem anderen Eingang wäre es einfacher. Da würde man es mit 1-mal A drücken, glaube ich, schaffen. Wenn man den nimmt. Und deswegen den darf man nicht verwenden. Man muss auf jeden Fall den unteren nehmen. Ja. So, ich nehme eventuell auch eine andere Route als die, die man eigentlich nehmen sollte bei der Challenge. Man muss halt hier ein bisschen überlegen, wo man dann wirklich springen muss und wo nicht. Weil es gibt ein paar Stellen, wo man nicht springen muss. Es ist auch wieder hier erlaubt, den Hecht zum Beispiel zu machen. Weil dafür muss man jetzt die Sprungtaste drücken. Ich habe ja speziell dazu gesagt, dass man, also in der Beschreibung wird es auch so stehen, die exakte Formulierung ist, dass man nur höchstens 8-mal die Sprungtaste drücken darf. Nicht springen, weil den Hecht könnte man ja auch als Sprung ansehen, wenn man verlässt den Boden und geht damit in die Luft, wenn auch nur ein bisschen. Aber den Hecht zähle ich eben nicht als Sprung quasi, wenn man dafür eben nicht die Sprungtaste drücken muss. Aber alles, wofür man die Sprungtaste drücken muss, zählt als Sprung. Und deswegen darf man halt die nur maximal 8-mal drücken. Ja, ganz wichtig. Gut, dann ist hoffentlich alles klar. So, ich werde aber hier schön entlang springen, weil ich nicht die Challenge mache. Und weil ich es noch ausnutze, dass ich, wui, dass ich wunderschön entlang jumpen darf mit Mario. Let's go, wiha, wahoo. So. Müssen wir auch hier hochkommen? Mann, ey. Da würde ich cool entlang springen und ich bleibe einfach überall hängen. Der Klassiker. Sondern es gibt auch mehrere Sterne hier in der Pyramide. Aber der von Mission 3 ist der, der auch wirklich ganz, ganz oben ist. Und dem muss man sich eben
Coole Kamera, danke. Muss man sich eben da holen bei der Challenge mit maximal 8-mal springen. Ja, fuck. Oh. Okay. Aber gleich sind wir da. Nicht runterrutschen, da oben ist er. Du schaffst es, Mario! So, und da ist er. Yay. Genau, weil man kann es nämlich auch schaffen, oben in die Pyramide reinzugehen. Und dann landet man in diesem Käfig, der dann nach unten fährt. Und da kann man mit einem Sprung einfach direkt hin. Und das ist witzlos, das nicht. Deswegen auch wirklich von unten anfangen. Das ist auch eine festgesetzte Regel von der Challenge. Man muss von unten reingehen in die Pyramide. Ja. Gut, sehr schön. Dann Mission 4. Ist die hier, genau. Da müssen wir jetzt nämlich, lande auf allen vier Säulen, da müssen wir jetzt nämlich oben reingehen, bei der Pyramide. Mhm. Und es gibt hier auch endlich mal wieder einen Bosskampf. Schon ziemlich lange her, seit dem letzten Bosskampf, glaube ich. Weil, ich meine, ja gut, wenn man Leaf Lavaland die Bullies als Bosse zählt, naja, weiß ich ja nicht. Es ist halt auch ein Boss, der sogar ein Gespräch hat, ein kleines, weil König Bob Omb oder auch Wump, König Wump, hatten ja am Anfang, wenn man zu ihnen gegangen ist, hatten ja Gespräche sogar. Und die anderen Bosse, die Bullies zum Beispiel, eben nicht. Und der Boss, den wir jetzt gleich treffen werden, hat auch wieder ein Gespräch. Also ist ein richtiger Boss, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob es sonst noch andere gab. Ich vergesse aber bestimmt gerade welche. In Cool Cool Mountain gibt es keinen. In Jolly Roger Bay gibt es keinen. Der Aal, den würde ich auch nicht als Boss sehen. in Big Blue's Burg, die großen Boos sehe ich auch nicht als Bosse, weil die auch kein Gespräch... Ja, oder haben die sogar ein Gespräch? Ja, aber die kommen dreimal vor in dem Level. Die sehe ich nicht als Bosse, also sorry. Nicht als richtige Bosse zumindest. Also das ist, glaube ich, seit Welt 2 mal wieder ein richtiger Boss, glaube ich. Ja, Bowser haben wir auch besiegt zwischendurch, natürlich. Den sollte man auch nicht vergessen. Aber ja. Und ich habe die Challenge noch nicht erwähnt, weil die Challenge dann erst beim Bosskampf so richtig beginnen wird. Aber wie gesagt, die allgemeinen Regeln gelten trotzdem. Man darf zum Beispiel keine Wing Cap benutzen, um sich auf die vier Säulen draufzustellen, um überhaupt zum Boss hinzukommen. Also auch das ist schon gar nicht so ultra einfach. So, lass mich mal kurz lesen, damit ich es dann gleich richtig machen kann. Genau, okay. Ich werde es am besten mal davor zeigen, bevor es dann gleich losgeht, weil ich ansonsten ein bisschen Chaos habe. Und zwar muss man den Boss, der schon jetzt zu sehen ist, wir werden gleich noch sehen, was damit auf sich hat, muss man den Boss oder darf man ihm nur Schaden machen mit diesem Move. Zack, mit diesem Roundhouse-Kick oder so. Wo man sich duckt und dann die Schlagentaste drückt. Man darf nur mit dem Schaden machen, nicht mit einem normalen Schlag, nicht mit draufspringen, das würde auch gehen, und nicht mit einem Hecht, das ist alles nicht erlaubt. Es muss wirklich dieser Move hier sein. Und man hat quasi zwei Gegner bei den Bossen. Man muss zuerst komplett einen Boss besiegen, einen der beiden Gegner, und darf dann erst dem anderen überhaupt Schaden machen. Man darf nicht dem einen Schaden machen, dann dem anderen, dann dem, dann dem, dann dem. Erst dem einen dreimal und den besiegen und dann dem anderen dreimal und den besiegen. Und das alles eben nur mit diesem Move. Das ist die Aufgabe. Hände! Hallo. Schritte, Grabräuber, wer wagt es, dem ewigen Frieden unseres Grabes zu stören? Jenem sei gewiss, dass wir diesen Frevel mit aller Härte bestrafen werden. Unser Zorn wird ihn zermalmen und Ra stehe ihm bei, dass es schnell gehen wird. So, yay, Hände. Ist eigentlich ein cooler Bosskampf, finde ich. Ich habe vor allem die Regel damit, dass man zuerst einen besiegen muss und dann erst den anderen, habe ich deswegen gemacht. Weil wenn man nur noch eine der Hände hat, wird es sogar schwieriger, der Kampf ein bisschen. Weil die dann ein paar neue Sachen machen, die noch ein bisschen gemein sind. Und dann muss man mit dem Move, mit dem man ihnen Schaden machen darf, noch ein bisschen mehr aufpassen. So aufstampfen können sie auch. Die Gefahr ist halt vor allem, hier runtergestoßen zu werden durch die Hände. Da muss man echt ziemlich aufpassen. Aber sie können auch einfach so Schaden machen. Das, ja, genau so zum Beispiel. Wie gesagt, wenn nur noch eine übrig ist, dann ist es eine größere Gefahr. Ja! Und deswegen habe ich es eben bei der Challenge Show gemacht, dass man zuerst die eine besiegen muss und dann erst der anderen überhaupt Schaden machen darf. Damit man lange gegen eine kämpfen muss und es dann schwieriger wird. Wir sind besiegt. Du hast den Fluch des Pharaos gebrochen. Jetzt finden wir unseren verdienten Frieden. Nimm als Dank diesen Stern. Ist auch so komisch, weil erst haben sie gesagt, dass wir ein Grabräuber sind und wollten uns umbringen. Und dann bringen wir sie um und dann... Ah, danke, du hast uns befreit. Naja. Here we go! Yeah! Wunderschön. So, jetzt Mission 5 dürfte die rote Münzen-Mission sein. Ja, glaube schon. Richtig? Und da gibt es auch eine Challenge. Und hier werde ich wieder das Ganze kombinieren mit den 100 Münzen. Und das wird jetzt ein bisschen eklig. Ich hoffe, dass ich hier nicht sterbe. Weil, vor allem bei 90 Münzen oder so, das wäre richtig scheiße. Weil ich habe gar keinen Bock, hier die 100 Münzen-Mission mehrmals zu machen, weil das hier echt nervig und aufwendig ist. Ich hoffe, ich kriege das halbwegs hin.
So, die Mission oder die Challenge ist auf jeden Fall hier, dass man etwas bei den 4 roten Münzen in der Luft machen muss. Es gibt nämlich 4 rote Münzen am Boden. Eine haben wir gerade schon eingesammelt, eine am Boden. Und, Alter, die ganzen Münzen. Und es gibt 4 rote Münzen, die sich in der Luft befinden. Und bei den roten Münzen in der Luft, da muss man eben was... Nein! Ah, kommt die zurück? Nee, das war komisch. Muss man eben was Besonderes machen. Werde ich dann gleich erklären, wenn ich die erste von denen eingesammelt habe. Lass mich erstmal hier noch ein bisschen normale Münzen sammeln. Ich habe gerade überlegt, wo der blaue Schalter ist. Ich glaube, der ist in der Pyramide drin. Also ich muss, oder ich sollte in die Pyramide auch reingehen. Ich weiß gar nicht, ob hier draußen überhaupt 100 Münzen sind. Kann sogar sein, dass hier nicht 100 Münzen sind. Und dass man in die Pyramide gehen muss, um die 100 voll zu machen. Könnte wirklich sein. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Weil das sind sehr viele Münzen in der Pyramide drin. Und deswegen, das dürfte ich dann damit relativ locker schaffen können. Beim letzten Mal bei der Lava-Lagune war es ja so, dass ich mit 80 Münzen ungefähr in den Vulkan reingegangen bin. Und das hat zwar gereicht, aber es war knapp tatsächlich. Und hier dürfte auch schon deutlich weniger reichen, wenn ich hier mit 60 reingehe oder so. Vor allem mit dem blauen Schalter. So, dann dürfte das auch schon reichen, bin ich mir recht sicher. Ja. Stimmt, einen Panzer könnte ich sogar auch mal nehmen. Weil man hat hier, oben die Wahl, ob man die Wingcap oder einen Panzer nehmen will. Und beides ist ganz gut. Ja, Panzer ist schon ein bisschen risky, aber... Nee, ich nehme die Wingcap lieber. Ist mir lieber. Bei der Challenge aber braucht man den Panzer unter anderem. So, jetzt kann ich sie mal erklären. Die Aufgabe ist eben, dass man die 4 roten Münzen, die hier in der Luft sind, dass man jede von den roten Münzen auf andere Art und Weise holt. Genauer gesagt muss man... Das muss ich gleich ablesen, dass ich da nichts vergesse. Muss man eine von den roten Münzen mit einem Panzer holen. Eine andere mit der Wingcap, die darf man also benutzen bei der Challenge. Eine andere mit einem Sandsturm, mit der Hilfe von einem Sandsturm. Und die 4. rote Münze mit der Hilfe von einem Flyguy. Das ist die Aufgabe. Alle 4 roten Münzen in der Luft auf unterschiedliche Art und Weise holen. Nämlich mit den 4, die ich gerade erklärt habe. Wingcap, Panzer, Flyguy und Sandsturm. Hier ist die Kanone übrigens. Die habe ich, glaube ich, gar nicht überall gezeigt bisher. Aber ist eh nicht so wichtig. Nur der Vollständigkeit halber. So. Yay. Genau, das ist hier die Aufgabe. Und manche von denen sind leichter und manche sind schwerer. Ich hasse es. Gib her. Genau, der Arsch kann einem den Hut klauen. Und das haben wir beim letzten Mal schon von dem Tod gehört. Wenn Mario der Hut geklaut wird, dann nimmt er doppelten Schaden durch alles. Bis man ihn wiederbekommt. Deswegen, das ist nicht so cool. Und der sollte einem nicht abgenommen werden. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. So, hier ist zum Beispiel ein Flyguy da vorne. Den dürfte man zum Beispiel benutzen. Es gibt sogar mehrere Flyguys hier. Halt, irgendeinen von denen kann man benutzen, um zu einer von den Münzen hinzukommen. Sandsturm gibt es eventuell auch hier irgendwo in der Nähe. Aber auch nur eventuell. Ganz eventuell. Wingcap haben wir gerade eben schon gesehen. Und oh Gott. Nein, was mache ich denn? Und Panzer gibt es eben auch. Was war jetzt eigentlich da mein Gedankengang? So. Ich weiß es nicht. Ich hasse das Level. Ich hasse das Level so sehr. So, diesmal in eine bessere Richtung. Mann, ich. So was von unnötig einfach nur. Kann nicht wahr sein. Ja, wie gesagt, ich bin echt kein Fan von der Welt. Ich mag die nicht. Aber gut. Ja, ist okay. Ja, ist ja okay. Soll ich mir noch den Poké killen? Und dann noch die roten Münzen zack, zerquetscht. Oh ne. Nein. Oh Gott. Die roten Münzen in der Luft mir holen. Achso, stimmt. Mir fällt gerade auf, wenn ich den 100 Münzenstern jetzt mache, dann kann ich in die Pyramide nicht rein. Weil ich glaube, oder? Ich glaube, aus der Pyramide kommt man nicht mehr raus, wenn man einmal drin ist. Oder wie ist denn das nochmal? Da muss ich doch eine andere Reihenfolge machen. Ist aber nicht so schlimm, weil ich kann... auch in der Pyramide mir noch einen weiteren Stern holen. Ja, dann mache ich das so. Das ist besser. Okay. Aber ich hole mir trotzdem mal noch vielleicht ein paar von den roten Münzen zumindest, damit ich halt noch mehr Münzen habe und ich noch leichter auf die 100 komme. Ich glaube, wenn ich mit 60 aber in die Pyramide reingehe, dann dürfte es reichen. Oder? Doch, das reicht. Bestimmt. Doch, das sind wirklich viele Münzen. So, ja, ich habe sogar oben auch geöffnet, schön. Egal, ich habe keinen Bock mehr jetzt, das reicht schon. Ich mache, glaube ich, etwas blöde Sachen. Egal, wird schon alles hinhauen, Leute. Ganz bestimmt. Ach Gott, ich hasse diese Welt so sehr. Nee, hassen tue ich sie nicht. Aber ich glaube, jede andere Welt hier in Mario 64 mag ich lieber. Bin echt kein so Fan. Hier, ich bin allgemein vom Keller bin ich irgendwie kein so Fan, weil die grüne Giftgrotte mag ich auch nicht so gerne. Und hier, die Wüste mag ich auch nicht.
Also ja, es gibt ein paar Welten, die ich ja nicht so gerne mag. Naja. Wie die ganzen Münzen einfach oben landen, sich durch die Decke durchlutschen, ist ja auch cool. Danke. So, der blaue Schalter ist doch hier, oder? Ich bin mir gar nicht mal ganz sicher. Wenn der jetzt nicht hier ist, dann habe ich ein Problem. Weil ohne den geht's nicht. Ist er nicht irgendwie am Anfang oder so gleich? Ne, irgendwo im Wüstensand oder so erscheinen doch dann Münzen. Ja, aber der ist doch am Anfang gleich. Oder? Hier, irgendwie. Doch, da ist er. Okay, boah, zum Glück. Genau, ich glaube einfach hier dann gleich im Sand erscheinen die. Moment. Die muss ich auf jeden Fall alle kriegen, sonst wird's nichts mehr. So. Kamera. Ach, was macht die Kamera eigentlich, Alter? Okay. So. Drei Stück nur, echt? Ach Gott, 22 Münzen noch. Boah, wenn ich die nicht mehr kriege, dann drehe ich aber sowas von durch. Aber ich muss sowieso noch eben ein bisschen was anderes auch machen, weil ich ja die eigentliche Mission noch hier in der... Oder nicht die eigentliche, ich mache jetzt eine andere Mission. Ich wollte ja eigentlich die rote Münzenmission machen. Wir machen jetzt noch eine andere Mission, die man hier in der Pyramide eben noch machen kann. Und zwar eine, wo man 5 geheime Stellen finden muss. Ja, komm, Mario. So. Und die werden wir uns dann gleich noch angucken. Kann nicht mal ein bisschen Geld drin sein? Was will ich damit leben, Mann? So, genau, hier sind einige, die kann ich mir mitnehmen. So. Ja, das sieht doch gut aus. Und es gibt schon noch ein paar weitere Stellen auch, wo Münzen sind. Ja, Milliarden One-Ups gibt es hier einfach. Ich glaube, wenn mich der erwischt, dann falle ich nicht mal runter. Deswegen wäre gar nicht so schlimm. Okay. Aber passt. Ist auch 14 noch. Ja, das geht noch easy. Ich jetzt mal die Gumbas besiegen, ohne dass die Münzen nach oben sich durchglitschen. Ja. So. Zack und zack. Okay, 11 noch. Ja, das ist kein Problem. Ganz bestimmt. So, also im Prinzip müssen wir dafür, oder sollte man dafür wieder einfach ganz nach oben klettern. Und dann von oben runterfallen. Aber gezielt runterfallen. Und dann kann man damit diese 5 geheimen Stellen erreichen. Ist ein bisschen fies, dieser Stern, finde ich. Also, ist echt nicht so einfach, da drauf zu kommen überhaupt. So, ja, okay, passt. Wir haben ja gerade sogar noch eine gesehen und mindestens eine ist da auch noch. Da muss sogar noch eine weitere sein. Also die anderen kriegen wir jetzt noch, wenn ich einfach den Stern ganz normal mache quasi. Ja, hier sind sogar noch welche. Also reicht locker. Hier in der Pyramide sind wirklich mehr als genug. Okay. Also man kann sogar mit 40 vielleicht schon rein hier oder so. Mario! Nein! Mario ist verschwunden. Wo ist er nur? Wo bist du, Mario? Da ist er! So. Okay. So, wie gesagt, nochmal ganz nach oben. Das ist halt auch nicht so spannend, finde ich, dass man einfach zweimal die komplette Pyramide nach oben klettern muss. So ziemlich. Das hätte man auch irgendwie cooler lösen können. Ja, da hätte ich sogar jetzt vielleicht dann wirklich den anderen Eingang nehmen können. Das wäre geschickter gewesen. Aber ich musste ja sowieso noch Münzen sammeln für den 100-Münzen-Stern. Also passt schon. So, nein, nein! Warum? Ich wollte doch da nicht runterspringen. Warum war die Kamera jetzt wieder so scheiße? Nein! Ich hasse diese Welt so sehr. Habe ich schon mal erwähnt, dass diese Welt absolut scheiße ist? So. Genau, denn wir haben die gerade schon gesehen, diese Steine, auf denen ich jetzt landen muss. Und das ist halt auch nicht so easy. So, hier will ich landen, auf dem. Zack, und eine 1 erscheint. Genau, wir müssen ja auch wieder so Zahlen erscheinen lassen, bis zu 5. Dann hier hin. Sehr gut. 2. 3 ist da. Okay. Gott. Okay, sehr schön. Da muss man halt auch fast schon so Blindjumps machen und wissen, wo die sind. Also das ist auch designmäßig einfach nicht so toll irgendwie. Ich habe jetzt aber genug gelästert über die Welt. Ich mag sie nicht. So, dann hier dürfte 4 sein. Und hier ist 5. So. Ach Gott, und die rote Münzmission muss ich ja jetzt auch noch machen. Ich bin noch gar nicht fertig mit der Scheißwelt. Mann, ey. So. Nein! Ich hasse den... Nein! Immerhin kein Tod. Ich hasse diese Welt so sehr! Du dummer Kackstern, jetzt komm her. Man kann halt da auch nicht springen in den blöden Sand.
Here we go. Yay, und nochmal ein Stern. Cool, dann habe ich 66. Noch eine 6 mehr würde eher passen zu der Welt. Ich mache mal einen kurzen Schnitt mit den roten Münzen am Boden. Das haben wir jetzt ja schon alles gesehen. Moment. Obwohl, nee, ich glaube, die rote Münze haben wir sogar noch nie gesehen, die hier im Wasser ist. Da, wo auch der Klepto einen nervt. Ja, geh weg. Okay. Jetzt habe ich, genau, jetzt habe ich alle am Boden. Okay, jetzt noch die in der Luft. Ja, meine Wingcap hält nicht mehr so lange, leider. Ja, cool, Mario, danke. Ja, ich muss sogar nochmal, glaube ich, einen Umweg fliegen. Und nochmal mir eine neue Wingcap holen. Wenn sie jetzt ausgeht, genau über dem Treibsand, dann drehe ich auch durch. Oder reicht's noch? Ja, komm. No risk, no fun. Okay. Reicht nicht mehr. Okay, dann Moment. Kurz zurück. Oh Gott, ich habe gar nicht gesehen, dass da Treibsand war. Alter. Ich bin so froh, wenn ich aus der blöden Kackwelt raus bin. Aber leider dann in Streams muss ich ja nochmal hier rein für die Challenges. Wo ich dann nochmal schwierigere Aufgaben machen muss. Da habe ich ja schon richtig Bock. Vielleicht schaffe ich ja dann die dafür alle im First Try. Das wäre cool. Okay. Und die letzte. So. Und nochmal zurück leider zum Stern. Aber gleich haben wir es. So. Jetzt nochmal sterben. Das wär's. So. Okay. Sieht gut aus. Ja, mach halt einen Dreisprung. Komm. Yahoo! So. Yeah! Endlich raus hier! Mein Gott. So, dann würde ich also sagen, war es hier für diesen Part von Let's Play Super Mario 64. Challenges habe ich, glaube ich, alle gesagt. Habe ich da eine vergessen? Nee, habe ich alle gesagt. Okay, das wäre jetzt auch noch toll gewesen. Das hätte noch gefehlt, wenn ich noch bei Challenges irgendwas verkackt hätte und da irgendwas vergessen hätte oder so. Aber nee, passt alles. So, das war es hiermit. Beim nächsten Mal wird es dann weitergehen mit der nächsten Welt, die dann ein bisschen woanders auf uns wartet, nämlich hinter dieser Sterntür, wo ja eigentlich dann schon das nächste Bowser-Level auch ist. Also vielleicht werde ich auch Bowser beim nächsten Mal auch gleich noch mitmachen einfach. Mit auch der Welt. Rits machen? Weiß ich noch nicht sicher. Vielleicht sogar schon. Muss ich da noch gucken. Aber die neue Welt wird auf jeden Fall kommen und vielleicht sogar auch der zweite Bowser-Kampf, dann sehen wir dann alles. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.